So, willkommen zurück bei letzten Pokémon Kristall. Heute gehen wir hier nach Westen. In Richtung Meer, würde ich sagen. Verdammt! Noch ein wildes Pokémon. Egal. Ach, Tentara. Na, ich freue mich, dich zu sehen. Freust du dich, mich zu sehen? Jedenfalls mein Evoli freut sich. Evoli, Tackle! Ah, hat gleich die Hälfte abgezogen. Für ein Tackle nicht schlecht. Natürlich ist es vergiftet. Ein Giftstachel vergiftet mein Evoli. Mein Evoli ist so sensibel. Da muss es ja vergiftet sein. Ah, ich habe einen Giftstachel erwischt. Jetzt bin ich vergiftet. Ah. So, jetzt, ich möchte schauen, was für ein Tag es ist. Keine Ahnung. Sonntag ist es, okay. Ich habe vergessen, welcher Tag letztens war. Verdammt, wir können keine weiteren Ebenen mehr sagen. Aber das ist ein Nugget. Wir bräuchten ein Nugget. Aber wir haben hier eine Gegengiftbeere. Halt, Moment, vielleicht können wir das Gegengift irgendwie... Ah, wir kriegen den Slot nicht weg. Schade eigentlich. Aber immerhin können wir unser Evoli heilen. Ich muss irgendwas wegschmeißen oder meinem Pokémon ein Item geben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Was macht denn die Goldbeere? Selbstheilung um 30 KP. Na gut, dann geben wir die einem Pokémon. Geben wir die unserem Evoli. Oder Evoli kriegt so viel Schaden, das wäre, glaube ich, nicht schlecht. So, jetzt haben wir ein Nugget. Das ist gut für unser Wing genau später. Hier geht's auch weiter nach Süden, nach unten, nach Süden, unten ist ja dasselbe. So, und hier ist ein versteckter Ort. Und hier an diesem versteckten Ort gibt es drei Trainerinnen. Und die wollen alle nacheinander gegen uns antreten. Ah, wir sind entdeckt. Ich habe euch erwischt und ich werde der Polizei euer Geheimversteck verraten. Dann kommt die CSI und stürmt euch. Lola. Ach ja, übrigens, diese Trainerinnen setzen alle Wasser-Pokémon ein. Das hier ist ein Goldini, wie ihr sicherlich wisst. Gut, soll ich vielleicht... Ah, die Level sind ungefähr gleich. Ich glaube, Goldini kann keine heftigen Attacken. Ich könnte mir Kaskade vorstellen, dass Goldini vielleicht Kaskade beherrscht, aber ich bezweifle es, dass es so früh Kaskade beherrschen sollte. Oh, super scharf, verdammt. Ja, der Tackle zieht sehr wenig ab. Ich probiere es mal mit Rutenschlag, damit wir die Verteidigung ein bisschen senken können. Ist alles gut, solange unser Evoli nicht verwirrt wird. Verwirrt wird. Der Verwirrte wird verwirrt ein verwirrendes Wirti wird. Ich weiß, der war kacke. Den könnt ihr auch schnell vergessen. Nein, Evoli! Ich habe dich nicht erzogen, dich selbst beizubringen. Oh, es kann Hornattacke, verdammt. Habe ich völlig vergessen. Verdammt. Ach, die Goldbeere zeigt sich jetzt. Sehr schön. Oh, gut, dass wir unserem Evoli vorhin oder gerade eben die Goldbeere gegeben haben. Aber ich glaube, ich sollte trotzdem jetzt nicht gegen Goldini antreten, denn es kann Hornattacke. Ich glaube, ich wechsle Evoli. Evoli hat keine Chance gegen Goldini, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich konnte ja nicht wissen, dass Goldini Hornattacke beherrscht. Ich dachte, es lernt Hornattacke mit Level 29 oder so. Also gut, dann nehmen wir unser Alpollo. Alpollo ist immun gegen die Hornattacke von Goldini. Ja, ich habe gemacht. Ich bin ein bisschen erkältet. So, Hypnose. Gut, und jetzt spucken wir ihn ins Gesicht. Bam! Oder an die Flossen, whatever. Boah, One-Hit-Kill. Na gut, One-Hit-Kill war es nicht, weil wir es vorher geschwächt haben, aber egal. Und jetzt kommt die Entwicklung von Goldini, der Goldking. Ich lasse Evoli nochmal raus, damit Evoli ein paar Erfahrungspunkte bekommt. Okay, Evoli, jetzt wirst du sofort wieder eingewechselt und dann hast du nach dem Kampf Level 23, falls nichts Ungewöhnliches passieren sollte. Ich glaube kaum, dass Goldking unser Alpollo angreifen kann. Höchstens mit einer Wasserattacke, aber Goldking kann bestimmt keine Wasserattacke. Die einzige Attacke, die uns schaden könnte, wäre der Superschall. Aber auch die ist sehr ungenau. Ah, die funktioniert auch nicht. Warte. Okay, Alpollo ist immun gegen Superschall. Echt jetzt? Ich meine, da steht keine Wirkung. Das heißt, dass es keine Wirkung zeigt. Ah, doch, es zeigt Wirkung. Boah, ich versuche jetzt krampfhaft meine Erkältung zu unterdrücken. Nicht selbst verletzen. Ich weiß, du bist ein Geister-Pokémon. Aber, na, du bist doch schon tot. Gott.
ist das nicht genug Emo-Style für dich, dass du schon tot bist, oder was? Jetzt musst du dich auch noch als Toter selbst verletzen. Er ist echt ein Hardcore-Emo. Okay, immerhin pennt das Skull King jetzt, wollen wir es verfluchen? Nee, das muss nicht sein, wir schaffen es ja auch so. Warum setze ich Nachtnebel ein? Spukball ist doch besser als Nachtnebel. Finde ich zumindest. So, Spukball. Ja, das zieht gleich mehr ab, seht ihr? Nein, es ist aufgewacht. Nein, es hat unser Apollo verwirrt. Oh Gott. Oh Gott. Nicht gut. Nicht gut. Das ist nicht gut. Jetzt aber Nachtnebel. Nicht selbst verletzen, bitte. Was habe ich gesagt? Du sollst dich nicht selbst verletzen. Was machst du? Du verletzt dich selber. Okay, dann mache ich umgedrehte Psychologie. Tu dich selbst verletzen. Seht ihr, es funktioniert. Ich glaube, das sollte ich ab sofort jetzt immer machen. Und der 23 für Evoli. Und es lernt Ruckzuck-Hieb. Ich glaube, Ruckzuck-Hieb ist eine stärkere Attacke als Tackle. Ich bin mir nicht sicher, aber trotzdem, ich vergesse Tackle, weil Tackle nicht so gut ist. In der 5. Generation wurde Tackle ein wenig verstärkt, aber ich glaube trotzdem, dass Ruckzuck-Hieb immer noch stärker ist als der Tackle, selbst wenn es in der 5. Generation so war. Oh, viel zu stark! So, jetzt kommt Trainer Nummer 4, wollte ich sagen. Nummer 2! Soweit sind wir noch gar nicht. Dein Sieg über Lola muss gesühnt werden! Kannst du nicht Deutsch reden? Wer zum Teufel redet schon das Wort gesühnt? Ey, du hast mich voll gesühnt, ey! Okay, Sternu. Gott, ich kann hier so nicht aufnehmen. Ich habe hier so viel Rotz im Hals. Ja, Rotz im Hals. Klingt jetzt zwar ein bisschen widerlich, aber ich habe Rotz im Hals. Oh Moment, ich mache mal kurz Pause und tu mir den irgendwie rausholen. Bis gleich. Ja, es war ein bisschen eklig, aber gut. Bis gleich. Okay, hier bin ich wieder. Ich habe mir das zum Trinken geholt. Ich glaube, das müsste ein bisschen was bringen, wenn ich jetzt nochmal das trinke. Warum kämpfe ich jetzt gegen Sterno mit meinem Evoli? Nein, Evoli wird sterben. Okay, tschüss Evoli. Oh, du überlebst. Oh, danke Evoli. Oh Gott, jetzt muss ich wechseln. Und zwar zu, ich würde gerne Eagle Lover einsetzen, aber Eagle Lover ist schwach gegen Wasser. Dann nehmen wir halt wieder unser Apollo. Gott, wir brauchen unbedingt den EP-Teiler. Aber wir gehen ja bald zum See des Zorns, da kriegen wir, wie gesagt, die rote Haut und so, bla bla bla. Ihr wisst es ja schon, falls ihr den letzten Part gesehen habt. Wow, ich dachte schon, das macht ihn jetzt auch völlig fertig, dieser Spukball. Na gut, dann eben nicht. Nachtnebel. Tschüss, Stern, du. Nett mit dir. Und lass mich raten, jetzt kommt Starmie, oder? Natürlich. Mann, die macht voll die Misty nach. Misty hatte dieselben Pokémon. Die hatte auch einen Stern und einen Starmie, wenn nicht sogar im selben Level. Also kämpfen wir jetzt quasi gegen Misty. Na gut, ihr Starmie ist ein bisschen stärker als das von Misty. Das Starmie von der Misty hat nur Level 22, glaube ich. Okay, ich glaube, Starmie ist ein großer Gegner. Muss ich wechseln zu unserem stärksten Pokémon momentan, dem Golbat. Luftstrahl, aha. Eine Attacke aus der ersten Generation, aber damals war Luftstrahl eine TM-Attacke. In der zweiten Generation wurde es so geregelt, dass die meisten Pokémon die Attacke Luftstrahl als normale Attacke hinzubekommen haben. Und, jetzt ab bis. Oh, was? Achso, Starmie ist ein Psycho-Pokémon? Ich dachte, es sei nur ein normales Wasser-Pokémon, aber gleich Psycho, das wusste ich nicht. Okay Leute, merkt euch, Starmie ist ein Psycho-Pokémon, zusätzlich noch zum Wassertyp. Wusste ich jetzt echt nicht. Aber gut, wenn das Spiel sagt, es ist sehr effektiv. Soll mir recht sein. Gut, das war Trainerin Nummer 2, Else. Es tut mir so leid, Schwesterchen. Ihr kämpft nicht um Leben und Tod. Das kommt mir irgendwie gerade so vor. So, hier ist die letzte. Du warst wirklich gemein zu meinen kleinen Schwestern. Tja, und? Was machst du jetzt? Willst du jetzt gegen mich kämpfen oder was? Oh, sie kämpft gegen mich, verdammt! Edna. Die hat wahrscheinlich ein Muschas und ein Austoss. Austoss hatten wir ja schon im Team, in Pokémon Team Rocket Edition, da hieß es Protecti.
Oh Gott, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich habe nichts gegen Wassereis, aber ich glaube, Mischers ist nur Wasser, ne? Aber es kann nur Eisattacken. Golbert wäre ein bisschen gefährlich. Apollo ist auch gefährlich, weil es kurz vorm Draufgehen ist. Igler war es gefährlich, weil es ein Feuer-Pokémon ist, aber ich glaube, ich muss ein Opfer bringen. Sodass ich mein Pokémon heilen kann, falls Mischers aussetzen wird mit irgendeiner useless Attacke, aber das war keine. Okay. Was Eisattacken sind? Ah ne, Feluno ist ein Bodentyp, genau. Also gut, Knofenser, jetzt haben wir eine Runde Zeit, um unser Pokémon zu heilen. Ich hoffe, wir haben ein Heil-Item. Ja, natürlich, ein Hypertrank, sehr schön. Gut, dann geben wir dem Apollo. War zwar jetzt eine kleine Verschwendung, weil es ein Hypertrank war, aber egal. Ja, das war sehr effektiv, Eis gegen Pflanze. Ne, ihr wisst ja auch, im Winter, da wachsen keine Pflanzen. So, jetzt setzen wir Apollo ein und tun es schnell hypnotisieren, und zwar mit, ja, wer hätte es gedacht, Hypnose. Schlaf schön, mein Engelchen, während ich dich jetzt abschlachte. Stirb, bald wirst du ein Apollo sein, so wie ich. Ein Angriff noch und du bist erledigt. Dann wanderst du ins Reich der Schatten. Was? Ey, ich habe zu viel Yu-Gi-Oh! Geschaut. Ernsthaft jetzt. Ich sollte mit Pokémon schauen. Nee. Pokémon schaue ich nicht. Das ist immer dasselbe Scheiß. Ich glaube, das habe ich schon thematisiert, ne? Dass Pokémon immer dasselbe Scheiß ist. Ich habe jetzt keine Lust, das nochmal zu erklären. Warum es immer dasselbe Scheiß ist. Ich habe es, glaube ich, schon mal in diesem Let's Play gesagt, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Okay, Apollo, ich meine Austausch, hat eine sehr hohe Verteidigung. Das ist auch der Grund, warum ich es damals in Team Rocket Let's Play genommen habe. Aber wir greifen hier mit... Oh Gott, das zieht ja gar nichts ab. Scheiße, wir müssen es verfluchen. Ich verfluche dich, Austausch. Aura. So, jetzt müsste es ein bisschen mehr Damage kriegen. Boah, das wäre fies, wenn man Austausch Erholung beibringen würde. In Kombination mit Panzerschutz oder Eisenabwehr. Das wäre schwer klein zu kriegen. Und dann müsste man Austausch noch Toxin oder so beibringen. Oder eine Eisattacke, die vereisen kann. Oder Schnapper oder irgendwas, was zurückschrecken lässt oder so. Das wäre schon eine fiese Kombi. Oder Dornkanone in Kombination mit einem Item, das die Volltrefferquote erhöht. Das ist auch eine geile Taktik. Na egal. So, Apollo erreicht Level 26. Ich glaube, Apollo lernt Traumfresser mit Level 33. Nein, ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Tja. Du bist zu stark. Ich hatte keine Chance. Hier, das hast du dir verdient. Ein Pudersand. Erhöht, glaube ich, die Stärke von von Bodenangriffen, oder? Bitte entschuldige, dass wir dich überfallen haben. Wir hatten nicht gedacht, dass uns hier jemand findet. Du hast uns überrascht. Das ist keine Ausrede, ich rufe trotzdem die Bullen. Moment, ich rufe mein Handy. Wo ist mein Handy? Da, hier. Verdammt, ich habe die Polizeinummer nicht gespeichert. Nein! Egal. So, ich trinke wieder was. Moment, damit sich mein Hals wieder ein bisschen beruhigt. Okay. Das. Ja, schon wieder ein wildes Pokémon. Okay, was mich ein bisschen annervt an den alten Pokémon-Spielen, dass hier zu 90% ein Tentakel auftaucht, wenn man surft. Das ist ein bisschen langweilig. Ich meine, es gibt so viele Wasser-Pokémon. Warum immer nur ein Tentakel? Warum immer nur ein Tentakel? Sag mir das, Game Freak. Warum taucht hier immer nur ein Tentakel auf? Obwohl es mindestens 80 verschiedene Wasser-Pokémon gibt. Warum? Sagt mir das, Game Freak. Warum Tentacher? Ich will es jetzt wissen. Okay, Game Freak, ihr müsst jetzt, ich setze euch jetzt eine Frist. Schreibt innerhalb von 7 Tagen hier auf meinem Kanal, warum ihr Tentacher als Surf-Pokémon eingesetzt habt. Und zwar nur Tentacher, weil ich verstehe es nicht. Es gibt so viele Wasser-Pokémon, warum nur Tentacher? Okay, genug, jetzt hat sich beschwert, jetzt auch,
Halt, Moment, wir müssen unser Nugget zuerst verkaufen, damit wir das Geld kriegen. Wer hätte es gedacht? Ja, ja. Das ist die Let's Player-Dummheit. Während man kommentiert, ist man nur halb so schlau, wie man eigentlich in echt ist. So, hier, verkaufen. Wir haben bestimmt noch ein paar andere Items, die wir verkaufen können, wie zum Beispiel den Feuerheiler. Ja, hier kommt Feuerheiler, ich glaube nicht, dass wir den verwenden werden. Und wenn doch, dann haben wir eh einen Hyperheiler wahrscheinlich. Kraftwurzel, die werde ich nicht verwenden. Ist zwar schön und gut, die habe ich früher immer verwendet, aber ich mag es nicht, wenn mich mein Pokémon nicht mag. So, das würde ich vielleicht machen, wenn ich Team Rocket wäre, aber so, nee, nee, nee. So, hier, das Nugget gibt uns 5000. Pudersand, verstärkt Bodenattacken, ganz wie ich es gesagt habe, Rätselbeere, Autoerfüllung der AP. Egal, das Trick verkaufe ich trotzdem. Gibt zwar nur 5, aber egal, Eisbeere. Auch bei Brams, komm, die hauen wir jetzt alle weg, auch wenn die nur sehr wenig Geld geben, aber egal. Dann, ja, ich glaube, das war's. Haben wir hier auf der zweiten Seite vielleicht noch was? Superball, nee, okay. Das müsste reichen, gehen wir in die Spielhalle. Und dann schauen wir nach, ob wir unser Wo-In genau bekommen. Ich hoffe, wir kriegen es. Und wenn nicht, dann müssen wir halt noch ein paar Trainer besiegen. Und ihr Geld abknöpfen. Wie solche Verbrecher oder Banditen oder whatever. Halt, wo gehe ich denn jetzt hin? Seht ihr die Let's Player-Logik? Wir kommen in die Spielhalle. Brauchst du Spielmünzen? 50 Münzen kosten 1000 Poké-Dollar. Möchtest du welche kaufen? Ja. Und zwar 500. So, und dann noch mit den restlichen Münzen kaufen wir uns noch was. Zack, zack, zack. Okay, ich hoffe, das reicht jetzt. Ich habe vergessen, wie viel Wo-In genau kostet. Hier müsste es, glaube ich, sein, oder? Hier kommen wir, tauschen deine Spielmünzen gegen tolle Preise. Ah, nee, das sind nur ein paar TMs. Okay, was hier? Ja, wir können Wo-In genau kaufen. Yay! Du kannst nichts mehr tragen. Ich kann nichts mehr tragen. Aber ich will Wo-In genau haben. Achso, gut, dann lagern wir ein Pokémon in die Box. Und zwar, welches lagern wir denn? Muss schauen, Knuffenser. Genau, wir hatten ja das Knuffenser damals mitgenommen wegen dem Zerschneider. Im letzten Part. So, jetzt ablegen und dann lagern wir Knuffenser ein. Ach nein, mitnehmen nichts. Nee, 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 wir nehmen hier nichts mit. Ich nehme 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 mir nichts mit. Außer dieses Knuffenser. Was? Nee, 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 ich meine ja Wo-In genau, nicht Knuffenser. So, Wo-In genau, komm her. Pokédex-Eintrag von Wo-In genau. Geduldsgröße 1,30 Meter. Gewicht 28,5 Kilogramm. Um seinen schwarzen Schwanz zu verstecken, lebt es in einer Höhle, die es nur nachts verlässt. Alte Rechtschreibung, deswegen das S. Scharfe S. Gut, Wo-In genau hat Level 15. Sollten wir vielleicht ein wenig trainieren? Schauen wir uns mal die Werte an. Ja, es ist vom Typ Psycho. Kann die Attacken Konter, Spiegelkelb, Bodyguard und Abgangsbund. Lernt auch keine weiteren Attacken, also wir müssen mit den Attacken bis zum Ende des Let's Plays auskommen. So, Angriffswert 19, den wird es wahrscheinlich kaum brauchen. Verteidigung 26, Spezialangriff 18, Spezialverteidigung 26 und Initiative auf 16. Die KP betragen 86, sehr hoch, muss ich sagen, für einen Level 15er Pokémon. Los im Vergleich, ein Pokémon hätte mit 86 KP, hat normalerweise Level 28, schätze ich mal. Und mit Level 30 sind es so im Durchschnitt 100 KP, wenn es sich vorher schon entwickelt hat. So, testen wir einfach mal unser Wo-In genau in einer Route. Und zwar auf der Route, ja,
Wir können ja mal im Nationalpark unser Wohin genau ein wenig testen. Und dann werdet ihr verstehen, warum ich Wohin genau ins Team nehme. Der Nationalpark. Ach, wie schön, da vergisst man den Alltag, den Stress und die Sorgen. Ja, besucht den Nationalpark hier in Johto. Kosten 0 Dollar Eintritt. Ey, was rede ich hier für einen Scheiß? Stufe 1, keine Bullshit. Ja, Sonnenkönig ist zwar schön, aber ich glaube, Sonnenkönig greift mit einer Spezialattacke an. Daher greife ich jetzt an mit einer Spielcape. Ja, ja, Saugro ist so viel KP von meinem Ring genau wie du Bock hast. So, jetzt werde ich mich rächen. Spiegelcape! Ha! Er erhöht seinen Spezialangriff. Ja gut, mach es ruhig, ist mir recht. Ja, ja, erhöhe ruhig deinen Spezialangriff, ist mir recht, habe ich doch gerade eben gesagt. So, jetzt müsste er es ein wenig mehr ab bei unserem Ring genau abziehen. Verdammt, er heilt seine KP auch gleichzeitig. Egal. Ja, seht ihr jetzt, warum ich wohin genau das Team haben wollte? Es ist ein geheimes Pokémon. Vom Kampf her. Was? Ey, was rede ich für einen Scheiß? Geheimes Pokémon vom Kampf her, ja. Ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Ich gebe es zu. Ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Ungefähr eine Woche war es her, wo ich Pokémon aufgenommen habe zuletzt. Daher, ja, kommentiere ich jetzt da sehr schlecht. So, jetzt da. Das ist die Taktik von Wohin genau. Einkassieren und gleichzeitig sich an den Angriff brechen. Man muss nur wissen, mit was für einer Attackenart er angreift. Ob es physisch ist oder spezialangriffsmäßig. Im letzten Fall war es spezialangriffsmäßig, weil Megasauger ja, eine Spezialattacke ist. Gut, aber jetzt gehen wir zurück nach Teak City, heißt die Stadt, ne? Genau. Und dann, die Arena haben wir ja schon bereits erledigt, dann gehen wir nach Osten, würde ich sagen. Aber ich frage mich, ob ich mir jetzt mein Wasser-Pokémon holen sollte. Dann werden wir aber Probleme beim Trainieren kriegen, ne? Ich denke gerade nach, was ich machen soll. Okay, wisst ihr was? Ich nutze die nächsten Minuten dafür, hier in die Route zu gehen, in die Route 42 und das nächste Team-Pokémon zu fangen. Ein Hyperball, perfekt. Den können wir gleich verwenden. So, es befindet sich hier im Wasser. Wer hätte es gedacht? Und zwar angeln wir jetzt mal eine Runde. Oh, da hat etwas angebissen. Aha. Kaputt doch was? Tja. Geiler Witz, ne? Komm, Felino. Du schaffst es! Platscher. Ey, was soll das? Kannst du nichts anderes außer Platscher? Ja. Oh Mann. So, testen wir die Surf-Attacke. Yeah. Geiler Sprite. Ich muss sagen, die Surf-Attacke hat den geilsten Sprite ever. Finde ich. Sieht kaum was ab. Na, Rutenschlag ist sinnlos. Surfer ist eine Spezialattacke. Da bringt der Rutenschlag ja nichts, wenn wir jetzt seine Verteidigung senken. Ich glaube, ich muss Evoli nehmen. Nein, nicht Evoli, komm! Evoli! Evoli? Sei nicht so zickig! Jetzt raus aus dem Ball mit dir! Blub, blub, blub. Okay, Magikarp, it's time to destroy him! Use Splash! Verdammt!
Okay, nochmal. Es gibt hier zum Glück mit der Angel, tauchen hier nur Kappadus auf. Glaube ich zumindest. Oh, das ist angebissen. Blablabla. Vielleicht sollte ich einfach nur einen Ball schmeißen. Ich meine, Kappadur ist nicht besonders stark. Müsste eigentlich leicht zu fangen sein. Moin, genau. So, Hyperball. Eins, zwei, drei und drin ist es Kappadur im Ball. So, ein neuer Eintrag im Pokédex. Kappadur, Fisch, Größe 0,9 Meter, Gewicht 10,0 Kilogramm. Dieses schwächliche und lethargische Pokémon wird leicht von Flussströmungen mitgerissen. So, und damit muss ich sagen, das ist unser sechstes Team-Pokémon. Unser Lapras-Ersatz. Ein Gyarados werden wir ins Team holen. Ganz einfach, weil Gyarados ja ein guter Ersatz ist für Lapras. Ich habe schon überlegt, ob ich den Kingle ins Team nehme. Aber Kingle können wir ja auch ein anderes Mal ins Team nehmen. So, jetzt lagern wir. Wobei, ich muss ein starkes Pokémon lagern, weil wir mit Felino nur surfen müssen. Ich lagere mal Golbat rein in die Box. Oh Gott, das wird sich nie entwickeln. Jetzt hasst es uns, weil wir es in die Box gelagert haben. Naja, egal. So, Kappadur, ich werde dich jetzt auf Level 15 trainieren, sodass du Tackle erlernst. Und ja, dann geht's im nächsten Part weiter. Dann, ja, wir haben jetzt zwar zwei sehr nutzlose Pokémon im Team, wenn man es so haben möchte, vom Aussehen zumindest. Es ist Kappadur und Wingenau, die zwei nutzlosen Pokémon in Anführungsstrichen, aber die haben eine geheime Power, wenn man die richtig einsetzt, die Pokémon, dann können die richtig stark werden. So, jetzt gehen wir unser Team nochmal durch, von den Werten und Attacken her, und dann beende ich den Part auch, weil ich habe das Gefühl, ich kommentiere diesen Part total schlecht gerade. Okay, das erste Pokémon ist Kappadur. Schauen wir uns die Werte an. Angriff 7. Verteidigung 16. Spezialangriff 10. Spezialverteidigung 11. Und Initiative 22. Die Attacken Platscher, sonst nichts. Gut, nächstes Pokémon ist Iglaver, Level 24, weiblich. Attacken Kopfnuss, Ruckzucki, Walzer und Glut. Die Werte: Angriff 39, Verteidigung 42, Spezialangriff 50, Spezialverteidigung 43 und Initiative auf 51. Gut, nächstes Pokémon. Das gehört nicht ins Team. Alpollo, Attacken Hypnose, Spukball, Nachtnebel und Fluch. Angriff 42, Verteidigung 36, Spezialangriff sehr hoch 72, Spezialverteidigung 40 und die Initiative auch sehr hoch 63. Also ideal, um Pokémon zu hypnotisieren und ihren Traum zu stehlen. Nächstes Pokémon, Evoli, Level 23, Attacken sind Ruckzuckhieb, Rutenschlag, Sandwirbel und Heuler. Aber es kommt noch neu dazu, das ist hier nur eine Alternative. Angriff 32, Verteidigung 33, Spezialangriff 28, Spezialverteidigung 37 und die Initiative auf 37. Recht ausgeglichene Werte. Und dann unser Wingenau. Angriff 19, Verteidigung 26, Spezialangriff 18, Spezialverteidigung 26, Initiative 16. Attacken sind Konter, Spiegel Cape, Bodyguard und Abgangsbund. Und dann haben wir noch unser Golbat mit Level 28, glaube ich. Attacken sind Biss, Konfustrahl, Blutsauger und die andere habe ich vergessen. Gut, das ist unser Team. Im nächsten Part gehen wir zum See des Zorns mit einem Level 15er Kappadur. Und dann geht's weiter mit dem Abenteuer. Die letzten Parts waren zwar ein bisschen langweilig, weil wir ein paar nebensächliche Sachen gemacht haben, wie die Surfstellen,
Aber im nächsten Part wird es wieder spannender. Also, bis dahin, bis zum nächsten Part. Ciao!